Wie können Sie das hier alles sagen, dass alles gut wird, dass alles besser wird? Denn es wird doch tatsächlich immer alles schlimmer. Zurzeit wird alles schlimmer. Der Druck wird größer. Die Negativitäten werden mehr, gefühlt mehr. Wie kann das sein? Und dann sagen Sie, alles wird gut. Glauben Sie mir, alles wird gut. Erstmal muss es schlimmer werden, bevor es besser wird. Das klingt vielleicht sehr unlogisch, aber es ist eigentlich ganz logisch. Das System, welches wir gerade haben, schafft sich ab. Wir sehen es überall um uns herum. Wir sehen es auch bei der großen Politik, in der großen Politik. Wir sehen es auch bei Wahlen, wo es immer mehr Menschen gibt, die sagen, ich wähle gar nicht mehr, denn erstens mal weiß ich überhaupt nicht mehr, wen ich wählen soll. Es ist ja vollkommen egal, ob ich den wähle oder den. Ob die Partei oder die Partei, denn letztendlich machen sie die gleiche Politik. Und gleichzeitig gibt es auch immer mehr Wähler, die sagen, ich vertraue dem System nicht mehr. Da sind zu viele Ungereimtheiten, da sind zu viele Dinge passiert, die irgendwie nicht passen. Wählerstimmen verloren, zu viele Geschmäckle sind da dran. Das System der Kontrolle von außen schafft sich gerade ab. Aber wir sind noch nicht durch. Es ist der große Sturm, wie ich das ja so oft gesagt habe. Und es kommt jetzt tatsächlich auf jeden Einzelnen an. Wenn ich mich jetzt zurücklehne und sage, ach, ich warte erst mal ab. Nein, 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 nein. Es wird von uns erwartet, dass wir etwas tun. Das Codebuch, welches wir haben, die Bibel, ist ein Buch, es ist ein Codebuch. Natürlich müssen wir nicht alles wörtlich nehmen, aber es ist ein Codebuch, welches uns sehr gut sagt, was gerade passiert. Auch die Maya-Indianer haben alles vorhergesagt. Auch die Hopi-Indianer, die Naturvölker, die wissen, was passiert. Die gehen nur noch lächelnd durch die Gegend, habe ich schon viele Videos zu gemacht. Denn es ist klar, dass sich gerade ein System abschafft. Aber bevor es sich abschafft, kommt natürlich der Druck von der anderen Seite, der wird nochmal richtig groß. Denken Sie, dass die Negativität, denken Sie, dass diejenigen, die seit Jahrtausenden die Menschen kontrollieren, denken Sie, dass die so ganz einfach alles aufgeben? Nein. Da wird jetzt auf Teufel komm raus versucht, die Kontrolle zu behalten. Ja, es wird sogar versucht, die Kontrolle noch mehr anzuschrauben. Es wird mit allen Mitteln versucht, den Menschen einzureden, dass es nicht anders geht. Wir brauchen diese Kontrolle. Wir brauchen diese Sicherheit. Wir brauchen diese Dinge. Sie versprechen uns die totale Sicherheit. Es ist die Kontrolle, die von außen kommt. Und die versucht wird gerade, ja, mit aller schärfsten Mitteln, wenn man so möchte, mit allem, was dazu gehört, aufrechtzuerhalten. Es wird aber nicht gehen, denn es gibt einen Schöpfer. Ich muss immer wieder auf den Schöpfer eingehen. Er sieht alles, was ich mache. Er sieht alles, was Sie machen. Was heißt er? Es ist ja kein er. Es ist eher ein es. Es ist die Energie. Es ist ja die Energie, die meine Seele hat. Die Energie meiner Seele, das Licht. Meine Seele weiß, ob sie das Richtige macht oder nicht. Natürlich weiß sie das. Ehrlichkeit, das ist das, worauf es ankommt. Die Ehrlichkeit zu sich selbst, das sind die zwei schwierigsten, aber auch die wichtigsten Dinge. Die Selbstliebe und die Ehrlichkeit zu sich selbst. Und wenn Sie ehrlich sind zu sich selbst, dann wissen Sie, dass Sie nicht nur gute Dinge gemacht haben. Was nicht schlimm ist, denn Sie werden mit Sicherheit nicht bestraft. Aber es ist wichtig, darüber nachzudenken und zu sagen, jetzt kann ich nicht mehr anders. Es verändert sich alles und ich möchte auf der Seite mit dabei sein, auf der Seite der Liebe, auf der Seite des Guten. Ich fange jetzt an. Nicht heute, nicht morgen. Nein, das ist so wie mit dem Abnehmen. Ich bin eher vom Körperbau ein Mensch. Ich werde nie ganz dünn sein. Bin ich nicht. Und als Kind wollte ich immer sehr dünn sein. Fand ich toll, die Models in der Teenagerzeit. Und dann habe ich immer gesagt, ich werde abnehmen. Morgen fange ich an, morgen fange ich an, morgen fange ich an. Es hat natürlich nie funktioniert, weil ich dieses Durchsetzungsvermögen nicht hatte. Nein, deswegen nicht. Weil mein Körperbau nicht so ist. In diesem Leben werde ich keine Modelfigur haben. Punkt. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das gemerkt habe.
Einige Menschen, auch einige Männer, sehe ich auch hier am Strand, die versuchen mit allen Mitteln, sogar mit Tabletten, ihren Körperbau, den sie in den Zeitschriften sehen, zu bekommen. Und da kann man nur sagen, in diesem Leben werdet ihr diesen Körperbau nicht bekommen. Warum wollen alle gleich sein? Wir wollen einerseits wollen alle anders sein, andererseits wollen alle gleich sein. Das ist auch interessant, auch mit den Tattoos. Eigene Entscheidung, freier Wille. Habe ich diese Woche mit der 85-jährigen Freundin darüber gesprochen. Sie sagt, ich möchte mal gerne sehen, wie diese Leute mit 85 aussehen. Und da habe ich gesagt, vielleicht bleibt die Seele gar nicht 85 Jahre auf diesem Planeten. Wer weiß. Es ist ein anderes Thema. Das wichtigste Thema jetzt hier ist die große Veränderung, die gerade stattfindet und die wir sehen, die alle sehen, aber wo viele sich noch gar nicht vorstellen können, dass es tatsächlich so sein wird. Es wird nicht mehr so sein wie vorher. Es wird keine kleinen Lädchen mehr geben in der Stadt, so wie wir sie gekannt haben. Es wird ein neues System geben. Und wir werden alle Teil dieses neuen Systems sein. Und wir haben es selbst in der Hand, ob wir in der Liebe Teil des neuen Systems sind oder ob wir in der gleichen Negativität bleiben wollen. Dann übrigens haben wir in dem neuen System keine Chance. Das neue System wird ganz anders sein. Das alte schafft sich gerade ab. Und das wissen diejenigen, glauben Sie mir, sie wissen es. Diejenigen, die gerade versuchen, die Menschen unter Kontrolle zu halten, sogar mit allen Mitteln, mit der Gesundheit, mit dem Bewusstsein. Ja, mit allen Mitteln wird es versucht. Was denken Sie, weshalb das alles gerade passiert? Es ist kein Zufall und es hat auch nichts mit unserer, mit meiner und mit Ihrer Sicherheit zu tun. Schalten Sie Ihren logischen Menschenverstand ein. Schalten Sie ohnehin sowieso Ihren Verstand ein. Jeder, der den Verstand einschaltet, sieht, dass hier etwas nicht stimmt. Zählen Sie eins und eins zusammen und Sie sehen, dass hier etwas nicht stimmt. Weltweit, in ganz Südamerika, die Leute sind eng an eng, haben Spaß, feiern Partys. Und in einem anderen Bereich der Welt ist alles abgesperrt. Diplomaten, und davon gibt es Millionen auf dem gesamten Planeten, brauchen keine Tests, brauchen nichts. Sind die weniger ansteckend? Es sind diejenigen, die die Macht in Händen haben. Warum sage ich, dass Menschen etwas tun müssen und selber brauche ich mich nicht daran zu halten? Warum ist das so? Es macht keinen Sinn. Zählen Sie eins und eins zusammen. Diejenigen, die gerade mit allen Mitteln versuchen, das System aufrechtzuerhalten, die wissen, dass es nicht funktionieren wird. Denn wir haben den Schöpfer, wir haben die Energie, wir haben die Quantenphysik. Und wir haben natürlich auch die Prophezeiungen der großen indigenen Völker. Es ist klar, jede Hochkultur endet irgendwann. Jede Hochkultur fällt irgendwann zusammen, weil jede Hochkultur bis jetzt auf diesem Planeten in den Jahrtausenden von Jahren gebaut war auf Ego, auf Egoismus, auf Materialismus, auf mehr, auf Kriege. Und auch diese Hochkultur, die wir gerade haben in der westlichen Welt, ist gebaut auf Ego, auf Materialismus. Sie fällt gerade zusammen. Und ja, da gibt es dann noch so ein paar ganz Schlaue, wo ich auch sehr skeptisch bin, die sagen, die uns versuchen jetzt gerade einzureden, dass wir ihnen vertrauen sollen, weil sie nur das Beste mit uns vorhaben, weil sie uns und den Planeten, vor allen Dingen uns und den Planeten retten möchten. Fallt bitte nicht drauf rein. Es sind falsche Versprechen. Fallt bitte nicht drauf rein. Werdet euch endlich klar, welche Macht ihr habt. Die Macht ist in euch selbst. Die Macht, das Wissen ist in euch selbst. Das muss uns wieder bewusst werden. Nach Jahrtausenden von Jahren sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir die Chance haben auf eine ganz große Veränderung. Eine Chance
von uns selbst, von allen Seelen weltweit. Und wir verschmelzen wieder. Wir verschmelzen wieder zu einer Einheit mit Hilfe des Schöpfers.